Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen. Ich möchte zunächst mal historisch auf den Fall Inselplatz zurückgehen. Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung der neuen Stadtspitze vor etwa 2 Jahren, dass wir einen höheren Wert darauf legen, dass bei Bauvorhaben der Stellplatznachweis auch vorgenommen wird. Denn was passieren kann, wenn das nicht gemacht wird, das haben wir jetzt erlebt. Zur Erinnerung, die Uni baut dort ohne eigenen Stellplatznachweis. Die hat das damals vor Jahren ablösen können, noch unter der alten Stadtspitze. Und jetzt werden diese 400 Parkplätze, die wir dort errichten wollten, einmal für den Eigenbedarf, aber auch für die allgemeine Nutzung, nicht gebaut, weil es einfach unwirtschaftlich ist. Wir verlieren erstmal heute 400 Parkplätze und ich kann für die FDP-Fraktion sagen, wir trauern der Parkierungsanlage dort schon etwas nach. Gleichwohl müssen wir einsehen, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich darstellbar war. Deswegen stimmen wir jetzt auch der jetzigen Vorlage zu, auch mit dem von uns übernommenen Antrag. Ich denke, jetzt kommt es sehr stark darauf an, dass wir genau diese Unterscheidung treffen zwischen reservierten Parkplätzen und Besucherparkplätzen. Die jetzt anvisierten Lösungen sind vor allen Dingen erstmal strukturell eine Lösung für reservierte Parkplätze, das heißt für die Eigennutzung der dort entstehenden Bebauung. Und deswegen halten wir es übrigens auch für richtig, dass wir jetzt mit mehr Energie, es war schon immer unser Wunsch, anstreben, dass am Eichplatz auch eine zweite Tiefgarage-Ebene entsteht. Denn für eine Beurteilung, ob alles Paletti ist, ist es viel zu früh. Die Eichplatz-Eigennutzung, die entsteht noch. Die Entfernung des jetzigen Eichplatz-Parkplatzes kommt noch. Und die Eigennutzung durch die Bebauung des Inselplatzes kommt auch noch. Und jetzt sind die 400 Parkplätze weg. Deswegen teile ich nicht die Auffassung der Grünen, dass jetzt alles Paletti ist. Und es gibt auch keinen Grund, Ihrem Antrag zuzustimmen, der im Grunde genommen ein Verzögerungsantrag ist. Der Antrag streicht ja im Grunde genommen die zweite Tiefgaragenebene am Eichplatz. Und jetzt bei einem Grundstück, wo uns die Kosten der Baugrube drücken, ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu verlangen für einen fertigen Bebauungsplan, wo eigentlich klar ist, was drauf kann, wo wir zusehen müssen, dass wir einen Investor finden, der bereit ist, dort neben seiner eigenen Nutzung auch noch Garagen herzustellen, hier ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu fordern, ist schlicht und einfach der Versuch, eine Bremse in das Thema Parkplätze in der Innenstadt reinzuhauen. Diesem Antrag werden wir sicherlich nicht zustimmen. Wir stimmen der geänderten Beschlussvorlage der Verwaltung zu, einschließlich der hervorragenden Idee des ursprünglichen SPD-Antrages. Vielen Dank dafür nochmal. Unsere Zustimmung dafür. Dankeschön.